Wir sind keine Macher, sondern Lacher. Darum gibt es bei uns Hühnchen mit Reis bzw. Hühnchen mit Fleisch. Let's go! Robin ist ein Dreckiger. Also bei uns aller Ernstes, bei uns gibt es wie immer Hühnchen mit Reis bzw. bei mir gibt es ausnahmsweise ein bisschen Steak. Einfach um noch ein paar mehr Mikronährstoffe reinzukriegen und die wichtigen Mineralien des Fleisches zu absorbieren und in mich zu saugen. Und jetzt kriegt ihr einen kleinen Vlog, so wie unser Tag hier aussieht. Heute, haben wir heute Restday? Heute haben wir, ich denke, wir machen heute Restday, weil ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Jeremy ist auch noch ein bisschen angeschlagen. Und deswegen würde ich heute vorschlagen, wir machen heute Restday. Also, weil unsere Nase so ein bisschen verstopft. Ich glaube, es liegt wirklich an der Klimaanlage, die ich möglicherweise aus Versehen über die Nacht laufen lassen habe. Grüße gehen raus an mich selber, aber ja, war ein bisschen lost auf jeden Fall, egal. Wir zeigen euch trotzdem, was wir heute ein bisschen machen. Der Plan ist, wir holen uns jetzt ein bisschen was, wir gehen ein bisschen shoppen auf Girly-Mirly-mäßig, Slay Bay. Ja, und dann gehen wir noch an den Strand und klären für Jeremy einen Ladyboy. Ladyboy, wo? Was sagst du, Ladyboys? Das sind coole Menschen. Hast du Lust auf welche? Wie viele willst du? Wie viel ist dein Ziel? Du hast ja am Anfang von Thailand hast du ja gesagt, dein Ziel sind 30. Wie viele hast du bis jetzt schon? Bruder, ich hab gar nicht gesagt, ich will meine Eier essen. Lecker Eier. Das ist meine Eier essen, Bro. Ich hab zwei Eier, ja. Willst du filmen, wie ich das zweite in meinen Mund steck? Steck's rein. Also. Hier, also, wir nehmen uns hier das Ei. Tutorial, okay? Und dann, scheiße. Nehmt ihr das Ei. Steckt es einfach in euren Mund. Lecker, lecker Eier. Hört euch an, ne? Ich weiß, wie euch das gefallen. Ja, Alter. Boah, geil. Jeremy hat sich jetzt verliebt und jetzt gehen wir einkaufen, dass er ihr auch einen schönen Ring kaufen kann. Also da muss auf jeden Fall die kurze Story von Robin hier eingeblendet werden an dieser Stelle. Aber auf jeden Fall ist das Bolt jetzt hier angekommen. Irgendwo ist der Dude oder die Dude-in. Ist nämlich ein weiblicher Dude. Oh, mein Kopf, Alter. Oh, ich habe gerade mies meinen Kopf angeschlagen, Alter. Die Shopping Center, Shopping. No. Willkommen, yes, das Shopping-Ding. Also, ich sitze jetzt hier mit dem Cherry im Bolt-Taxi und wir fahren jetzt in den Einkaufsladen. Da kaufen wir uns Sachen und dann sind wir glücklich. Gell, Cherry? Ich habe einen viel zu kleinen Penis für solche Gespräche, Alter. Oder meiner ist am Wachsen, du hast gar keine Ahnung. Sag mal. Also nur so, ich glaube, wir fahren an den richtigen Ort hin, aber ich bin mir absolut nicht sicher. Hast du Bock? Ja. Und was holst du dir dort? Wenn die dort günstiger sind wie in Deutschland, und anscheinend sind die viel günstiger, AirPods Pro, zweite Generation in Original. Cool Story, Bro. Wirst du abgezogen, die Scheiße ist fake. Und zwar ist fast gleich viel wie Original, Digga. Crazy. Sind wir hier, ist der Apple Store, beziehungsweise Studio 7, ist irgend so ein Apple Store von Thailand oder so, irgendwie, keine Ahnung. Willst du dir nicht gleich einen iPhone 15 Pro Max holen? Wäre ein guter Plan, nur habe ich nicht genug Geld. Nicht? Nein. So broke? Bin broke, ich hole mir gleich das MacBook. Das kostet 50.000 Baht. Ja, wollte gerade sagen, das ist günstig. Alter. Also Boys, wir haben es hier gefunden, AirPods Pro. Hier hinten steht drauf, AirPods Pro Second Generation, das heißt zweite Generation, sind die hier mit USB-C. Sehr praktisch, weil dann kann man sein Handy mit dem gleichen Kabel laden wie die Kopfhörer. Das ist sehr praktisch. Ich werde jetzt mal noch wie ich die Dinge hier. Und zahlst nur 15 Euro statt 200. Nee, ich brauche neues Canceling. What's the price for this one, second generation? 8,990. And now I have discount. Discount? Yes. 7,690. Gut, ich kann das auch rechnen in meinem Kopf, weil ich bin so schlau. Das sind 193,70 Euro. Du bist sehr schlau, du hast vorhin nicht gegoogelt oder so. Nein, du hast auf gar keinen Fall. Wir gehen Geld wechseln, ich hole mir die Dinger, weil die sind, in Deutschland kosten die 250 Euro. Ja, das stimmt halt wirklich. Okay. Sorry, do you know where we can exchange money at a good rate? Outside. Okay. Also, er meinte, es soll ein guter Kurs sein. Ich bin mal gespannt. Jetzt wird so 1:1 gewechselt. Ein ja, Bart, ein Euro gibt ein Bart. Das hat sich nämlich voll gelohnt dann für mich. Ja, Bruder, dann zahlt Bro einfach 7.000 Euro für AirPods. crazy. Bruder, wenn das mein Store wäre, der steht hier nämlich leer, würde ich Trenn anbieten, Testo anbieten. Bruder, hier müssen so Stores hin. So Testo. Die gibt's im Fall eigentlich sogar hier. Gibt's richtig? Ja. Bruder. Ist ja hier legal, Bro. Ja, wir müssen so einen Store öffnen, weißt du? Ja. Hier hat's auch noch so einen Laden mit Sachen. Cool, aber jetzt irgendwie kein Apple, sondern nur so
Oppo. Oppo, Oppo, Oppo. Das ist nicht das iPhone 11, das ist das Renko 11. Guck dir das an. Hast du gerade gesagt, zu diesem einen fetten Ding, da sind kleine Milans drin? Bruder, irgendwie. Ey, das Ding sieht wirklich aus wie Milan. Das sind so kleine süße Pookie-Bären wie Milan. Also, Milan, hast du nicht gemeint, dass er einfach fett ist? Nein, Milan ist ein kleiner süßer Pookie-Bär. Grüße gehen raus. Wie hässlich aus, Alter. Wie du. Ich glaube, das ist eher Milan. Guck mal, der Kopf. Das sind die Glücksbällchen. Und guck, das ist Moritz. Der ganz links da drüben. Der mit dieser tollen Flagge. Das ist rechts. Rechts meine ich. Das ist Moritz. Willst du auch sagen? Ja, das ist Moritz. Wettes Kind. Sind die vegan? Moment. Also hier seht ihr, die Kurse sind okay, also sind gut, passt. Also woran ihr seht, dass es gut ist, weil hier das Kaufen und das Verkaufen ist sehr nah beieinander. Das sind nur irgendwie ein paar. 0, irgendwas Cent auseinander, das ist ein guter Kurs. Ja. Passport. I don't have it. Also Leute, hier kann man auf jeden Fall nicht ohne Pass wechseln. Deswegen werden wir jetzt, sie meinte, outside left? Okay. Ohne Passport geht nicht und jetzt müssen wir raus, outside left. Aber ja, wussten wir eigentlich schon davor, aber ich habe Bro gesagt, Bro vergisst seinen Pass nicht. Ja, ey, ich Bro vergisst seinen Pass. Ja, wir... Der Profi, Alter. Der Profi an dieser Stelle, meine Fresse. Also Leute, wir haben es gefunden. Hier ist nochmal so ein Exchange-Ding. Also Leute, warte mal kurz. Oder mal, gucken, ob wir... Sollte mal schauen, ob wir abgezogen werden. Wie viel wirst du kriegen? 11.805. Also, gucken wir mal nach, wie viel man wirklich kriegen würde. 11.905. Das kommt echt hin. 100 Baht werden die abgezogen. Das geht voll. Das sind nämlich 2 Euro. Okay, I change. Monopoly Money. Ey, es kommt irgendwie, for real, fühlt sich das so an wie Monopoly Money, das Geld ohne hier. Ohne Scheiß, wirklich. Das ist ein 40stel wert, ne? I only have a picture, but they say I don't need here. A photo is okay. Bruder will sein Geld hier wechseln und die sagen auch wieder, krass, dass ihr braucht einen Ausweis. Naja, mal gucken, ob wir es irgendwie hinkriegen. Next time? Okay. Next time. Also, dieses Next time wird es nie wieder geben, weil ich nie wieder herkomme. Weil mein Geld jetzt alle ist, nein, Spaß, aber. Nee, ich komme ja nicht mehr hin. Ja, ich glaube, sie gibt es jetzt trotzdem. Ja. Sie hat gesagt, nächstes Mal soll ich ihn mitbringen. Es gibt kein nächstes Mal. Ich habe gedacht, sie hat gesagt, du sollst nächstes Mal kommen wieder. Aber soll ich was sagen? Also klappt es irgendwie. Das tut mir leid, aber das ist mega. Hier komme ich nicht mehr hin. Das ist 11 Scheine, sind 11.000er. Bruder hat 11 Tauis in der Hand, Digga. Crazy. Du hast vergessen meine Taschen nicht, Bro. Ja, Bro. Money. Must be funny. Living in a rich man's world. Also, Bro, hat's gar nicht gejuckt, dass du keinen Pass dabei hast. Das war gerade mies illegal. Das ist ja, also, darfst du das überhaupt hochladen, Bro? Ist mir sowas von egal, Alter. Okay. Nein, auf jeden Fall das, haben wir eine Straftat begangen. Sie haben mir das Geld gewechselt. Ja, aber du hast es gewechselt lassen bekommen oder so. Das ist auf jeden Fall eine Straftat. Aber ist halt der illegale Bus. Aber jetzt kann ich mir meine AirPods kaufen. Cool Story, Bro. Die gefällt mir für Originalpreise. Robin, du brauchst die. Die hier, Alter, du willst so sexy in den aussehen. Oh mein Gott, Jeremy, kaufst du mir die? Wenn du mir was, wenn du mich, du kannst mich auch anderweitig dafür bezahlen, dass ich dich. Ich kann nicht, wie kann ich dich bezahlen? Mit meinem Mund? Und hier, no joke, das ist crazy. Hier kriegen wir ein Original Adidas-Shirt, die sind wirklich original. Ja, für 200 Baht, das ist Outlet, das sind umgerechnet knapp 5 Euro für ein Adidas-T-Shirt. Das ist wirklich krass eigentlich, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ah, da steht sogar oben autorisierter Reseller von Apple. Ja, autorisiert gefaked. Reichelt, deswegen ist es bestimmt kostenlos. Nee, du, ich der größte Kuchen, so nimmt man keinen in ganz Deutschland, Alter. Ich will die kaufen. Die Penis. Mein Penis ist wirklich extrem klein. Bruder, der ist locker so groß wie einer von diesen Dingern. Aber Bro, ist schon groß. Bruder. Wir reden viel zu viel über Penisse. Für die Menge am Penis, die wir haben, Leute, ist wirklich Leute, viel was, zu viel. Leute, was denkt ihr eigentlich? Ich glaube, die denken, sie sind wir behindert, Alter. Ist das sowieso? Soll ich mir auch welche holen, sag ehrlich? Ja, kauf dir welche. Komm, wir kaufen uns beide. Da haben wir beide kein welche. Geld mehr. Can we get 2 AirPods? Wir kaufen uns jetzt... Aua, ich habe hier so einen Pickel, ne? Ist ja voll drauf. Ich glaube, der ist gerade so... Er hat so... Alter, Bruder. Ich schwitze gerade voll am Rücken, ne? Ja, ich auch. Und das ist so unangenehm, vor allem mit deiner behinderten Tasche. Oh ja. Oh, Jeremy. Oh, ja. Die denken sich alle, what the fuck, was soll mit denen, Alter? Zahlst du für mich auch? Ja, selbstverständlich. 7.700. They're the same AirPods as everywhere in the world, right? Yeah. Okay. And if there's something with the warranty, we need to come back here
Apple Store. Apple in so Apple Store also in Switzerland and Germany it works? Nee. Okay, thank you. So we need passport to buy? Also wir werden jetzt vielleicht mies abgezogen, vielleicht auch nicht, oder vielleicht ziehen wir die ab, ich weiß es nicht. Bruder ist glaube ich einfach nur verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Checkst du irgendwas überhaupt im Leben? Naja, ohne Scheiß, ich check relativ wenig. Das Einzige, was ich checke, ist, wie man ein besonderes kleinen Pizza kriegt, ohne einen besonderes kleinen Penis. Didn't work? Not work, ne? Jungs, ich glaube, ich bin auch zu broke. 10-10, wenn die fallen. Also Leute, wir haben jetzt irgendwie unterschreiben müssen dafür, dass wir die gekauft haben. Dreimal oder so gefühlt. Nein. Oder zweimal, keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir die jetzt hier öffnen. Und checken, ob sie wirklich drin sind. Designed bei Apple in California. Coole Story. Gemacht in China, oder? Für 2 Cent oder so. Ja, also. Hier ist schon auf jeden Fall mal ein Case. Ey, cool, Digga. Die Frage ist... Ist auch was drin? Das wäre noch cool. Ich hab noch nie AirPods gekauft. Ne? Ich habe einmal AirPods gekauft und die waren nicht für mich. Ich habe auch. Ich habe mir AirPods geholt, aber ich habe nicht mir geholt, habe ich meinen kleinen Bruder geholt. Weil ich war mir selber zu schade, so viel Geld auszugeben für AirPods. Das geht nicht. Ich habe einen Stecker dafür. Ne? Kannst du an deinem MacBook laden? Weil ich ein MacBook habe. So. Geil. Also ich habe hier AirPods und es sind sogar AirPods drin. Ey, guck mal, die sehen so geil aus. Die glänzen so, das glänzt bei Jeremy genau einen Tag. Ja. Bei mir das sind sie dreckiger als alles andere, ja. Perfekt, passt, Alter. Ja, kaufst du dir ein MacBook? Ja, vor allem. Rich Kid? Vom Geld von deinem Dad? Nee. Hast du hart dafür gearbeitet? Hart dafür gearbeitet. Hast du Stories gepostet? Nein, ich war den ganzen Tag auf der Baustelle. Und hast du auch Insta-Stories gepostet? Da habe ich Insta-Stories gepostet. Hast du jemals überhaupt Insta-Stories auf der Baustelle gepostet? Ja. Crazy. Hast mich einfach nicht verfolgt, du Penis. Ey, ich guck dich nicht an, Digga. Bist mir zu dumm, Alter. Versteh auch, warum du mich nicht anschauen willst. Ich bin so ein Bruder, kleb die Scheiße wieder zu. Ja, Bro, für das Feeling kann ich später nochmal auspacken. Geil, Alter, mach ich jetzt auch. Aber ich mach's andersrum. Ist besser so. So hält's besser vertraut. Ich verstehe nicht, wieso Apple das nicht von außen so macht. Ist viel besser. Tule da, wieder, tule da. Warte, muss noch ein bisschen schräger, dann kommt's cooler. So. Also Leute, das finde ich jetzt auch immer was Krasses, weil wenn ihr irgendwo in einem Mediamarkt oder irgendeinem Store guckt, immer sind alle Verpackungen sind immer komplett leer, weil die sonst von irgendwelchen Dudes oder Girls oder was auch immer sonst noch geklaut werden. Und hier in einem wirklich ärmeren Land wie Thailand, wo sich die meisten sowas nicht leisten können, sind die Sachen hier, ihr seht, sind zugemacht und die AirPods sind da drin. Also man könnte reingehen und die klauen, aber das hier einfach niemand macht. Das ist dieser Unterschied von der Gesellschaft, den ich einfach wirklich krass finde, dass man hier auch sehr spürt, ist die Leute, auch wenn sie ein bisschen weniger Geld haben, wie wir jetzt im Westen, in Deutschland oder in der Schweiz oder so, sind jetzt nicht so, ich habe weniger Geld, jetzt klaue ich mir Sachen, sondern es ist einfach dieses andere Mindset, das ich einfach krass finde. Aber ich muss jetzt hier irgendwie Passport oder so kontrollieren. Also irgendwie ist es hier ein ziemlicher Umstand, sich AirPods zu holen, weil irgendwie jetzt no cap, wenn man sich in der Schweiz oder Deutschland AirPods holt, man läuft rein ins Store, kauft sich irgendwie raus, Alter. Hier muss man irgendwie 1000 Formulare ausfüllen. Und Beleg, Receipt, optional. Ja, Bruder, es ist irgendwie, also irgendwie ein bisschen zu kompliziert. Ich sage euch ganz ehrlich, es ist irgendwie mühsam. Scheiße, Mann, ich will hier weg. Wir sind jetzt hier seit irgendwie 15, 20 Minuten. Es ist hier mühsamer, AirPods zu kaufen, wie irgendwie in der Schweiz oder so, ein fucking Auto zu kaufen. Digga, darfst du jetzt gehen? Ich darf gehen. Okay, tschüss, Jeremy. Ciao, haus rein. Reingehauen, wieder schon. So, endlich geschafft, Jungs, endlich geschafft. Robin probiert den Insta-Story zu machen, aber scheiß mies rein, wie immer. Also, Digga, wir kriegen hier sogar noch 350 Baht am Flughafen zurück, wenn wir das am Flughafen zeigen. Ne? Hast du mitgekriegt? Wie viel? 300 Baht? 350. Bringt mir das in Deutschland. Oh nein. Machen wir sowas noch nicht, weil wir es verpennen. Ne? Robin, weißt du was? Ich glaube, wir brauchen noch eine Sonnenbrille. Ja, brauchen wir das. Brauchst du die? Nee, eigentlich nicht. Ich bin jetzt broke, Bro. Bruder war schon davor broke, jetzt ist einfach sehr broke. Ich bin maximal broke. Du hast gar kein Geld mehr, Alter. Robin, willst du dir noch eine Fresher Casio? Ich will eine G-Shock. Ja, guck mal, diese Casio-Uhren hier kosten nur 900 Baht, Alter. Ist halt wirklich billig, ne? Ja. Oder sind ein paar schöne dabei? Ich glaube, no okay. This one? Ich? No. This white one with the Arabic. Yes. No. The Arabic? This? Yes, exactly. Also, ich finde die wirklich schön, weil die sind so diese arabischen Zahlen. Ist richtig geil. Can I try it on? Sure. Robin, wie findest du die? Ich finde die Uhr äußerst schön, äußerst exzellent. Hätte ich das Geld, würde ich sie mir natürlich auch Oder die kaufen. Kostet 10 Euro. Ich habe das Geld dazu nicht. Bruder hat gerade 200 Euro ausgegeben für AirPods. Jerome, bitte probier sie an. Steckst du über meinen Penis? Jerome, bitte. Geronimo, ja. Robin, wie findest du die? Äußerst scheiße. Die ist zu klein, ne? Ja, ist zu klein.
Den breiten Arm langt das nicht, Bro. Danke, Bro. Da muss was Dickeres her. Sehr schön. Würdest du die? Gefällt mir. Ja, finde ich gut. Robin, würdest du die mitnehmen? Ja. Also wenn ich, hol dir die Robin. Wenn ich so viel Geld hätte wie du, würde ich hier alles mitnehmen. Bruder, welche würdest du sagen, soll ich mitnehmen? Soll ich dir ganz ehrlich sein? Ja. Ich mag die schwarze lieber, ja. Kaufst du sie? Ja. Bro, Jeremy, deine Uhr wird beschnitten. Cool. Du wurdest schon beschnitten. Darf ich noch mehr Lieder singen für deinen Vlogabend? Alle meine Entchen. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Nein. Es geht doch. Ich hab gerade irgendwie voll. Ich bin gerade. Diese Hitze tut mir gerade gar nicht gut. Stille Nacht. Heilige Nacht. Robin hat einen sehr kleinen. Ey Bro, schau mal raus und sag mir, ob du das siehst, was ich sehe. Ladyboy. Nein, 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 ganz rechts an der Scheibe. Denkst du nicht, dass Ladyboy ist? Also, was Robin hier meint, ist dieser Mann hier. Oh, ich krieg sogar noch eine sexy Tasche, Digga. Let's go. Das Taxi kostet gleich viel wie die Uhr hier, yeah. Bruder. Krass. Alter, hast du den Catch gerade gefilmt? Ich hab den Catch gefilmt, wie oh, einer. Oh, Digga. Ich bin so ein Macher, Alter. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich bin hier ein Bächbändchen. Bruder klärt sich mit random Dudes auf dem Roller. Mal einen Bolt bestellen oder wollen wir noch 10 Minuten hier stehen? Ja, bestellen Bolt und winkt noch irgendwelche Menschen. Hallo! Die winken. Der hat uns angelächelt. Die ja. Gucken mich alle Robin an. Robin ist aber geil. Das ist der größte Vollidiot. Bist du auch, Bro? Ja, Bro. Leute, kennt ihr Donald Duck? Das war Entisch und hieß so viel wie Jeremy, halt die Schnauze. Was hast du das gefragt? Bruder, geht's dir gut, Alter? Brauchst du professionelle Hilfe oder einfach mal einen dicken Penis in den Arschloch? Auf gar keinen Fall, aber das scheitert, das würde ich mir zweimal überlegen. Oh. Gib mir einen Kuss. Ich hab Freunde gefunden. Gleich 4 Stück. Was wir für ein Auto haben? Welche Farbe hat es? Welche Farbe hat es? Ich rieche. Ein ja, Lambadada. Wir haben eine Ford Ranger in die Red. Wir haben eine Ford Ranger in Farbe Red. Und this is amazing. Hello, hello. We are here at Pickup Location. Also, der Dude hat uns jetzt auf Ehre abgesetzt. Bye bye. Also, wir sind jetzt hier raus aus dem Bolt, weil hier gibt es irgendwie fast ein paar normale Taxis, aber jeder fährt hier Bolt, weil einfach das sicher ist und man sich nicht mit den Leuten verständigen kann, weil die können nicht alle so gut Englisch, wenn man halt sagen, da und dahin, dann kann man in der App schön eingeben. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier am Strand angelangt. Das ist so ein Secret Place, ein bisschen, also so ein Secret ist übertrieben. Ne? Warte, Jeremy, du musst mal ganz kurz dahin filmen. Einfach da, wo wir jetzt hinlaufen. Man denkt nicht, dass es so schön. Man denkt, es ist so okay, denkt, ja, so safe irgendwas, hat's da vielleicht. Hier so abgefuckt, ne? So okay, keine Ahnung, vielleicht ist es so Berlin oder so. Also so hässlich ist es auch nicht, aber... Hier wohnt Johannes. Hier wohnt Johannes. Da wohnt Lars. Aber jetzt guckt ihr das mal an. Wartet jetzt. Ulle. Jetzt sieht man schon so ein bisschen da unten. Es ist Meer. Und es ist wunderschön. Alter, guckt euch diese... Alter. Wow, it's so beautiful. Robin kommt gleich ins Meer, Alter. Ja. Robin hat Essen probiert ins Meer zu scheißen. Er hat es nicht geschafft. Bruder hat es geschafft. Wir hatten eine Wette, wer es zuerst schafft, ins Meer zu scheißen. Jamie hat es gewonnen. Ja. Das kannst du. Das kommt nicht rein, ehrlich nicht. Also guck dich die Scheiße an, Bruder. Oh meine Fresse, ist das schön. Oh meine Fresse, ist das geil. Ulda. Hey, wie geil das ist. Bruder, ist das wunderschön. Und hier oben hier ist auch so eine Bar, da kann man so Kokosnüsse und so holen. Sie liegen. Alter, das Meer ist gerade voll. Digga, gestern, das war irgendwie 3000 Meter. Die hatten richtig Flut, ne? Wir wurden weggeschwemmt. Alter, die haben unsere Liegen wurden weggeschwemmt gestern. Jetzt ist das Wasser hier hinten. Alter, crazy. Mir geht's heute einfach extrem gut, okay? Ein Doggo. Hallo Doggo. Lecker Proteins. Protein. Ungelogenes, übertrieben warm. Also es ist wirklich wie so eine warme. Warme Badewanne, wo Robin einfach reingepisst hat. Kennt ihr diese Babybecken im Schwimmbad, wo pisswarm sind mit so kleinen Kindern drin? Genauso warm ist das noch wärmer. Wirklich, es ist wirklich unglaublich warm. Es ist wirklich auch unglaublich schön. Aber jetzt gehen wir hier hoch in die Bar dort und gönnen uns da eine Kokosnuss, oder? Aha. Guck mal, ich habe so meine Haare, weißt du so.
Du siehst richtig scheiße. Ich weiß, Bro. Bro, sieht richtig sexy aus. Ich hab so eine große Stirn, Bruder, so groß wie der Strand von da bis da. Also Leute, wir sind jetzt hier in der Bar und es werden gleich Getränke gebracht, Alter. Robin nimmt hier noch was für die Insta-Story auf, also können uns beiden gerne auf Insta folgen. Jeremy.wiederkehr und RobinXVilla1. Ihr seht hier den Strand, wie schön das ist. Wir haben hier noch zwei. We found here two nice people. Hello. You wanna introduce yourself? Yeah, I'm Callum. You're Callum? I'm from Spain and she is... What's your name? Kelly. Kelly. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too, mate. Auf jeden Fall quatschen wir mal mit den Leuten, das ist einfach das ist richtig cool, diese Kultur, die man hier hat. Das ist halt nicht so dieses, wo man so nebeneinander, wenn man irgendjemanden anspricht, so Hallo, guten Tag, wie ist der Name? Ja, ja gut, ich, mein Name ist, mit denen. ist Wilhelm Josef. Danke, Jeremy. Gerne, Robin. Sondern wir können wirklich cool miteinander reden. Und die haben auch gesagt, die eine ist ja Thai, die Dame habt ihr gesehen. Und die hat wirklich gesagt, sie ist erstaunt, dass wir diesen Ort hier kennen, weil das ist ja wirklich für Local. Das ist ja wirklich so ein Hidden Gem, den wir hier haben. Seht ihr auch, wie schön das ist? Hier kommen unsere Drinks. Thank you very much. Hier, Bro, deine Cola, weil du bist ja dieser gesunde Influencer oder so. Und ich bin der mit dem Wasser, Alter. Also, Digga, guck dir das einfach mal an. Wunderschön. Guck dir diese Kinder an, wie sie dort spielen, Alter. Es ist einfach so cool hier, Digga. Crazy. Robin, die Sonne ist weg. Was sagst du dazu? Richtig schön. Ich leck deinen Kopf. Also, wir haben jetzt die Rechnung gekriegt. 800 Baht, Digga. Crazy. Gleich für die AirPods. Spaß, sind 80 Baht. Can I pay with card? Robin, Ehre, Mann, Digga. Kuss fürs Zahlen. Wir wissen alle, du hast nur gezahlt, weil die Kamera gelaufen ist. Genau, sonst bezahle ich. Ich hab den Trick gemacht. Ich habe Kamera rausgeholt, dann habe ich gewusst, dass ich nicht zahlen muss. Das ist ein guter Trick, den musst du öfters anwenden. Mach ich aber jetzt gemacht. Bei den AirPods hat es nicht so gut geklappt, ne? Ja, schade. Eigentlich habe ich nur aufgenommen, weil ich gehofft habe, Robin zahlt mir meine AirPods. Nee, aber allererstens, Robin ist cool. Ja, einigermaßen. Jetzt nehmen wir uns gegenseitig auf. Weil wir sind angekommen im Restaurant, in unserem Stammrestaurant. Haben wir das schon mal hier erzählt? Ich glaube schon. Hier gibt es immer Hühnchen mit Reis und Eiern. Jeremy ist auch hier und seine Eier auch. Und ich gönne mir hier von Hühnchen mit Reis, das waren 600 Gramm, 100 Gramm Chicken. Gib mir einfach zu, du gönnst dir meine Eier. Nee, normal, er braucht immer viel länger als ich. Und wenn ich so viel esse, muss ich chillig essen, da ich mich nicht übergebe. Also Jeremy wird gleich meinen Penis lutschen. Over and out. Also Leute, was ihr gerade gesehen habt, ich habe hier für Instagram auch noch was. Also folgt mir auf jeden Fall auf Insta Ryan. Ryan, folgt mir Ryan. Jeremy.wiederkehr, könnt natürlich auch Robin dem kleinen Penis reinfolgen. Robin X Villa 1. Ja, oder er macht es besser nicht, weil der Content ist shit, Digga. Haut rein. Also, wir klären uns jetzt die Kellnerin, was? Was du klärst dir den Kellner? Den Bruder. Robin hat gerade. Warum sucht er MK4? Mit so einem fetten. Man sieht es in der Aufnahme. Wir haben die MK4 gefunden. Alter, eins der schönsten Autos, die es gibt auf dieser Welt. Mir egal, dass es auf TikTok ein bisschen ausgelöscht ist. Bruder. Guckt euch das Ding an. Ich weiß, viele von euch werden Autos nicht so fühlen, aber es ist mir sowas von egal, Alter. Es kommt sowas von dem Vlog rein. An, was wir Bruder. Das passt wie die Faust aufs Auge hier an diesem 7-Eleven. Alter. Gib dir diesen Spoiler, diesen Auspuff, Digga. Der Auspuff, der passt mein Kopf rein. Bruder, ist das ein schönes Auto. Gib durch diesen Anblick mal, meine Fresse. Der Spoiler ist länger als du groß, aber Alter. Aber die ist ultra clean, ne? Ja, wunderschönes Auto.